Wiederholt sich die Geschichte, werden wir im Herbst einen neuen Lockdown bekommen, einen erneuten Crash an den Börsen. Genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen und ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten beleuchten, die dafür sprechen, dass es so kommt oder anders. Und natürlich meine Meinung, wie du mit dieser Situation umgehst. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir über das Thema Lockdown und einen möglichen Crash an den Börsen sprechen. Wir sind ja momentan in einer Situation, wo man sagen muss, die Wahrscheinlichkeit für einen Lockdown, zumindest die gefühlte Wahrscheinlichkeit, könnte wieder steigen. Aus dem simplen Grund, weil weltweit die Fallzahlen an Corona-Fällen ansteigen und über kurz oder lang vielleicht wieder dazu führen, dass wir in einer Situation sind wie im Januar. Da haben wir gesehen, dass in China so langsam Covid-19 ausgebrochen ist. Dann hat es sich so langsam über die Welt durchgearbeitet bis Italien. Und relativ spät hat man dann auch in Deutschland erkannt, okay, wir müssen handeln, wir müssen was tun, hat dann zum Mittel des Lockdown gegriffen. Und ich hoffe, die Situation wird nicht wieder kommen, aber wir befinden uns momentan zumindest in einer Art ähnlichen Situation, weil wir gerade in Lateinamerika, in USA, in Japan, Iran, auch in Israel, Israel hat es beispielsweise sehr gut im Griff, das ganze Corona, jetzt wieder eine weitere Welle bekommen. Und da finde ich, mache ich jetzt mal ein Video für dich, wo wir mal darüber sprechen, ist denn ein weiterer Lockdown wahrscheinlich? Und welche Auswirkungen könnte dieser Lockdown auf die Finanzmärkte haben? Ich bekomme momentan extrem viele Zuschriften, auch von Lesern, von Zuhörern meines Podcasts. Und viele haben Angst über einen weiteren Crash, während die anderen sich vorbereiten auf den Crash, also aktiv vorbereiten, indem sie massiv Technologieaktien kaufen. Da muss ich sagen, die Technologieaktien zweifelsfrei sind super gelaufen, haben super von dem Lockdown der Unsicherheit natürlich profitiert. Vor allem auch, weil die Leute zu Hause geblieben sind, weil Meetings über Zoom, über Skype abgehalten werden, weil die Leute online bestellen und vieles mehr. Es müssen aber nicht nur Technologieaktien sein, die momentan ja vielleicht auch schon langsam in eine Überhitzung reinlaufen, sondern es gibt auch andere Aktien, die durchaus von der Unsicherheit, die einen Lockdown umgehen, das wirtschaftliche Szenario, die wirtschaftliche Entwicklung, die davon profitieren. Und zwar profitieren diese Aktien ganz einfach davon, dass die Finanzmärkte dann schwanken. Und je stärker die Finanzmärkte schwanken, desto mehr Gewinne machen einzelne Unternehmen. Das wird nächste Woche am Dienstag Thema meines Reports sein. Blende ich dir mal ein, komplett kostenlos, aber nicht umsonst. Und kannst du dich mal eintragen, da stelle ich dir mal ein paar Aktien vor, die ich so auch zum Teil in meinem Depot habe, die ich momentan spannend finde. Und abseits der großen Technologietitel, einfach weil es hier noch ein paar Nischen gibt, ein paar andere Aktien, wie man auch von der Unsicherheit wunderbar profitieren kann, ohne dass man jetzt den Aktien hinterherläuft, die schon mehrfache Allzeithochs haben und so langsam überhitzt sein könnten. Kommen wir aber mal wieder zurück zum Stichwort Lockdown. Wie wahrscheinlich ist denn ein Lockdown? Meine persönliche Meinung ist, ich glaube nicht, dass wir in Deutschland einen weiteren Lockdown erleben werden, also nicht so eine Phase, wie wir im März haben, dass das ganze Land zu großen Teilen heruntergefahren wird. Zum einen bin ich überzeugt, dass einen weiteren Lockdown die Wirtschaft nicht mehr überstehen wird. Das sieht man auch daran, dass die Politiker ja momentan weg sind vom Lockdown. Es war ja nach dem Lockdown dann wirklich auch oft Gerede in Talkshows, dass man ihn doch möglichst lange aus Sicherheitsgründen verlängern sollte, wo man sich auch ein bisschen an den Kopf fassen muss, ob jetzt diese Präventivmaßnahmen rechtfertigen, dass man die Leute möglichst lange in ihren Wohnungen einsperrt. Also da bin ich mal froh, dass da dann auch eine Diskussion aufkam, dass diese Lockerungen auch alle kamen. Ich glaube auch nicht, dass ein weiterer flächendeckender Lockdown kommen wird, weil die Wirtschaft dann einfach komplett in den Abgrund gestoßen wird. Das sieht man auch jetzt daran, dass die Politiker natürlich versuchen, durch massive Geldgeschenke innerhalb Deutschlands, innerhalb der verschiedenen Länder, jetzt auch auf EU-Ebene, wo der neue Wiederaufbaufonds jetzt so gut wie durch ist, versuchen, die Wirtschaft aufzubauen und nochmal diesen Kraftakt mit mehreren Billionen zu stemmen. Das kann kein Land, das kann auch die EU nicht. Deswegen, und da sehen wir auch schon den Vorstoß von Helge Braun, er hat gesagt, okay, vielleicht sollten wir es probieren mit regionalen Lockdowns. Das ist dann eine Möglichkeit, um lokale Cluster, also Häufungen von Covid-19-Fällen, einfach einzudämmen. Und auch da gehe ich stark davon aus, dass es hier eine Korrelation, also eine Abhängigkeit geben wird zwischen der wirtschaftlichen Wichtigkeit einer Region und der wirtschaftlichen Unwichtigkeit. Was will ich damit sagen? Ich wohne in Frankfurt und ich bin ob dieser Situation aktuell ganz froh, weil ich nicht glaube, dass eine Stadt wie Frankfurt wieder abgeriegelt werden wird. Dafür ist sie wirtschaftlich zu bedeutend. Das heißt, hier könnte es sein, dass mal ein paar Hochhäuser oder ein Wohnbezirk dann abgeriegelt wird, während man bei wirtschaftlich schwächeren Landkreisen natürlich davon ausgehen könnte, dass man dann sagt, okay,
die sind jetzt wirtschaftlich eh nicht so wichtig, wir haben hier einen lokalen Ausbruch, wir regeln mal zur Sicherheit die ganzen Leute, die da drin wohnen, ab oder wir sperren die Leute da drin ein, sagen wir es mal ein bisschen provokativer, weil einfach die Region jetzt wirtschaftlich nicht so wichtig ist. Also das ist etwas, ich glaube, das wird kommen, das wird auch höchstwahrscheinlich von vielen sogar befürwortet werden. Und ich glaube, so wird man diesen großen flächendeckenden Lockdown auf jeden Fall umgehen und damit versuchen, die Wirtschaft zu schonen. Denn man hat auch deutlich gesehen, ob man einen Lockdown hat oder nicht, gibt es ja Vergleiche zu verschiedenen Ländern, auch wirtschaftlich. Das muss nicht unbedingt besser oder schlechter sein, aber nur die Ankündigung eines großen flächendeckenden Lockdowns. Das führt bei vielen dann schon zu einem, ich nenne es mal, vorauseilendem Gehorsam. Gutes Beispiel ist Schweden, die hatten keinen offiziellen Lockdown, aber die Leute haben sich trotzdem gleich eingeschränkt, selbst isoliert. Und all diese Angst, die man dann im Konsumenten macht, das führt natürlich ja zu deutlichen wirtschaftlichen Beeinträchtigungen. Und ich glaube, die Politik hat daraus gelernt, dass man jetzt versuchen muss, Covid-19 oder auch Corona genannt, so wirtschaftlich positiv wie nur möglich zu managen, damit es nicht zu weiteren deutlichen Einschränkungen der Konsumenten kommt und damit man nicht noch mehr Pakete schnüren muss, die ja die Politik irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr stemmen kann. Was ist jetzt hieraus zu lernen für die Märkte? Für die Märkte ist die Sache das eine, dass ich nicht davon ausgehe, dass sich die Geschichte wiederholen wird und wir einen Crash wie im März bekommen werden. Warum nicht? Ich hatte gesagt, es wird keinen flächendeckenden Lockdown mehr geben. Das wird dazu führen, dass die Märkte nicht mehr abrupt crashen wie im März, wo ja auch Corona komplett neu war. Also man muss ja auch immer wieder sehen, und das fällt mir auch bei vielen YouTubern auf oder auch generell bei Blogs oder bei Medienmachern sei schon bei Meinungsmachern, dass man immer wieder damit droht, es könnte eine zweite Welle kommen und die Märkte crashen dann um 50%. Das ist natürlich das Geschäftsmodell der Crash-Propheten, das klingt erstmal logisch, aber du musst dir ja die Sache überlegen. Wir, aber auch die Politiker, die Ärzte, alle haben ja eine Lernkurve. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel gelernt. Wir haben viel aus Corona gelernt. Wie verhält es sich? Wie ist die Auslastung der Krankenhausbetten? Wie sind die Toten? Wie ist die Durchseuchung? Es gibt umfangreiche Studien all über die Welt, wo sich die Mediziner austauschen. Das heißt, wir stehen nicht mehr bei Null, sondern wir haben deutliche Lernkurve hinter uns. Wir haben viel über die Krankheit gelernt. Und deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass sollte eine weitere Welle jetzt in Deutschland kommen. Wie im Übrigen in Österreich sieht man ja leicht steigende Zahlen, in Luxemburg, in der Schweiz. Also selbst wenn die Zahlen in Deutschland jetzt auch mal wieder ansteigen. Ich glaube nicht, dass die Leute sich dann so schnell verängstigen lassen, weil wir einfach sehr, sehr viel über die Krankheit schon wissen und täglich mehr dazu lernen. Deswegen glaube ich auch nicht an einen großen Crash. Aber was ich absolut nicht ausschließen möchte, ist, dass wir eine Korrektur bekommen, beispielsweise mal einen Rücksetzer um 10 oder 20%. Als ich jetzt das Video für dich gerade aufnehme, der DAX ist fast bei 13.300 Punkten. Wir sind ja 400-500 Punkte vom Allzeithoch entfernt. Dass also hier mal ein Rücksetzer kommt, größere Gewinnmitnahmen oder dass es irgendeinen Rückschlag in der Impfstoffentwicklung gibt oder bei einer Studie, dass ein Rettungspaket nicht genehmigt wird, beispielsweise in den USA oder sonst wo. Das könnte alles zu größeren Rücksetzern mal führen, aber wie gesagt, Rücksetzer 10-20%, ich erwarte keinen Crash. Und das sind natürlich dann auch wirklich Chancen, um wieder in den Markt reinzugehen, um nachzukaufen oder auch für diejenigen, die nicht investiert sind, überhaupt erstmal einzusteigen. Und ich weiß, dass extrem viele nicht investiert sind, weil ich in den letzten Wochen weit über 100 Zuschriften bekommen habe von, ich sag mal, potenziellen Anlegern, die gesagt haben, ja Sebastian, ich weiß, ich muss was machen, ich will was machen, ich habe sogar das Kapital, ich kann einmalig investieren, ich kann monatlich investieren, manche können sogar beides zusammenlegen, das heißt einmalig und monatlich. Was soll ich denn machen? Ich wollte eigentlich einsteigen, aber am Anfang war es mir zu teuer. Dann kam der Corona-Crash, dann hatte ich Angst, weil noch ein weiterer Crash kommen sollte. Und jetzt sind die Märkte wieder so teuer, was soll ich denn machen? Ich habe genau dieser Frage, wie man überhaupt den Einstieg in die Märkte findet. Gerade zur aktuellen Zeit, wo ja die einen wirklich Panik machen mit, es könnte der nächste Crash kommen. Die anderen sehen es eher positiver, so wie ich. Wie findet man da den Einstieg? Wie überwindet man hier die mentalen Hürden? Und vor allem, mit welcher Strategie geht man in den Markt rein? Da habe ich eine komplett eigene Podcast-Ausgabe dem Thema gewidmet. Habe ich heute Morgen auch online gestellt. Findest du überall, wo Podcasts sind. Ich blende es dir auch mal ein. Hör da unbedingt mal rein, wenn du jemand bist, der jetzt in die Märkte rein will. Und ich spreche auch explizit darin darüber, wer vielleicht nicht in die Aktienmärkte investieren sollte, weil es einfach für ihn nicht geeignet ist. Und um jetzt zum Ende zu kommen, um die Sache nochmal zusammenzufassen, was ist die Kernaussage des Videos? Ich persönlich erwarte keinen weiteren flächendeckenden Lockdown. Ich erwarte ihn nicht in Deutschland, ich erwarte ihn aber auch nicht in den USA, weil es sich einfach wirtschaftlich keiner leisten kann. Ich erwarte, dass man aus Corona lernt, dass man die Lernkurve nutzt, dass man eher auf regionale, kleinere Lockdowns geht, das heißt hier die Leute dann, ich sage jetzt mal, kaserniert,
dass man also diese Methoden wählt und dass man versucht, den Konsumenten und Verbraucher möglichst wenig zu verschrecken, damit er seinen Konsum nicht wieder komplett zurückfährt und die Wirtschaft noch weiter leidet. Das sind so ja, meine aktuellen Gedanken über die Situation. Ich mache mir natürlich ständig Gedanken, die werde ich dir dann hier in Videos bringen. Und abschließend eigentlich kleiner Appell, dass du vielleicht die Sache nicht nur von der Risikoseite her siehst, sondern wo Risiko ist, ist oft auch eine Chance. Das heißt, man kann aus Situationen oft auch einen wirklich sehr, sehr guten Nutzen ziehen, wenn man halt ein bisschen anders denkt und nicht nur die Gefahren sieht. So, das war's von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch, Abo dalassen und du siehst mich im nächsten Video. Bis dann.